Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir machen Sternzeichen-Readings. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und irgendwie hat es mich heute gerufen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Ihr könnt natürlich auch cross-watchen. Das heißt, dass ihr, wenn ihr jemand anderem interessiert seid, da einfach mal reinguckt. Also wir haben einiges an Karten, was kommt. Und ihr könnt natürlich auch mal nach eurem Mond schauen, nach eurem Mondzeichen, nach eurem Aszendenten. Und was ich gerade für Liebesangelegenheiten empfehle, ist tatsächlich auch mal die Venus in Betracht zu ziehen. Weil die Venus zeigt, wie wir lieben und da eben dieser Aspekt mit drin liegt. Ja, wir haben hier ganz schön viel Wasser. Ja, wir haben also drei Wasserkarten. Als allererstes fiel The Six of Cups. Das ist die Energie, die ja mit Soulmates zu tun hat, Seelenpartnerschaften zu tun hat. Diese Karte spricht von früheren Leben, spricht von Kindheitserinnerungen, die auftreten können. Ja, das ist also alles sehr über den emotionalen Bereich und es spricht auch von dem Wiedersehen. Ja, dass man sich verabredet hat, wieder getroffen hat. Ich finde die Darstellung hier ganz süß. Ja, denn diese zwei Kinder, die hier spielen oder Jugendliche sind schon fast. Und vielleicht auch die erste Liebe, ja, wo man hier irgendwie so sein kleines Ritual veranstaltet. Dann haben wir hier das ältere Ehepaar. Sieht aus wie Opa und Oma, die irgendwie sehr kuschelnd und lieblich auf der Bank sitzen. Und wie gesagt, das kann halt von Erinnerungen sprechen, die mit der Kindheit oder mit der Jugend zu tun haben oder überhaupt mit der Vergangenheit. Und eben auch Dinge, die mit einem früheren Leben verknüpft sind. So, das ist jetzt die erste Energie, die mit dem Element des Wassers zu tun hat. Die zweite Energie mit dem Element des Wassers ist die Three of Cups. Grundsätzlich ist es so, dass die drei der Kelche, wenn es im positiven Aspekt ausgemalt wird, von dem Wiedersehen spricht. Wenn die Kelche ausgekippt sind, dann passiert öfters so eine Szenerie. Also schaut mal, wir haben jetzt hier einen Mann und zwei Frauen drauf dargestellt. Das könnte sein, dass das passiert ist bei den einen oder bei den anderen. Das kann auch also nur drei Frauen sein, drei Männer sein, je nachdem. Jeder liebt ja irgendwie was anderes. Und das hat in irgendeiner Form nicht funktioniert. Das könnte hier gut möglich sein, da wir eben auch diese Karte von der Kindheit haben oder von der Vergangenheit, dass so eine Situation schon mal aufgetreten ist. Ja? Und es kann auch aus dem Elternhaus sein, also neue Eltern sind auch keine Heiligen und das könnte sein, dass man da irgendwie so eine Art Muster mitbekommen hat und immer wieder in dieselbe Situation reinkommt. Ja? Und wie gesagt, das kann euch passiert sein, vielleicht aber auch der Person, um die es hier geht. Ja, dass man da, wie gesagt, in so einem Muster feststeckt und das automatisch anzieht und da irgendwie Probleme mit hat. Wie gesagt, jetzt haben wir diese Darstellung, wo man in den Teich fällt, die irgendwie nicht funktioniert. Grundsätzlich ist es aber so, also drei und sechs, ja, ne? Also dass die drei der Kelche an sich von einem Wiedersehen spricht, ja, wo man sich zuprostet und wo man vielleicht auch in der Öffentlichkeit unterwegs ist, auf einer Party und so weiter. Das sind also öffentliche Treffen, die hier angesagt sind bei den einen oder bei den anderen. Und das hier muss nicht immer irgendwie unbedingt so laufen, okay? Nur es läuft eben, wie gesagt, über mehrere Ebenen. Jeder hat ja auch ein anderes Thema laufen. Wir haben den König der Kelche. So, einmal kann das natürlich eine Vaterfigur sein. Ne? Wie gesagt, Jugend und Vergangenheit. Vielleicht hat der Vater hier irgendwie, mit der Mama und hat dann in irgendeiner Form eine Affäre gehabt, wo man das mitgenommen hat. Ja, mein Vater verlässt mich ja sowieso, irgendwie sowas in der Richtung. Und deswegen hat man sich immer irgendwie Männer rausgesucht, mit denen das genau dasselbe Schauspiel gewesen ist. Das kann das eine sein, okay? Also geht mal so ein bisschen tiefer, was das Ganze angeht. Kann natürlich auch die männliche Ahnenreihe sein, wo das über den Großvater und so weiter ging. Dann haben wir hier mit dem King of Cups ein Wasserzeichen dargestellt. Ja, also das ist ein Fisch, kann auch die Zeit sein. Der Fisch hat jetzt als nächstes Geburtstag, nach dem Wassermann, der Krebs, der Skorpion.
Ja, und wie gesagt, das können eben auch Monate darstellen, in denen diese Leute geboren wurden. Also entweder ist das derzeit, ne, ab Ende Februar, März eine Zeit, in der diese Dinge an die Oberfläche kommen, mit denen man sich nochmal auseinandersetzen sollte. Vielleicht geht es natürlich auch um eine Person in eurem Leben, ja, die sehr viel Wasser im Chart hat. Das muss nicht unbedingt heißen, dass das jetzt nur Skorpion und Fisch und wie heißt es denn? Was haben wir denn noch? Krebs sein muss. Manchmal ist es ja so, dass, ne, ihr seid jetzt als Steinböckchen hier unterwegs, aber es kann sein, dass man eben selber ganz viel Wasser im astrologischen Chart hat oder ganz viel Luft und einfach ein bisschen anders rüberkommt, okay? Also achte da einfach mal drauf. So, und grundsätzlich ist dieser König der Kelche eine sehr romantische Persönlichkeit. Ja, das ist ein Mann, der emotional erwachsen ist, der in der Lage ist, ne, zu sagen, hey, I love you, ich habe Gefühle für dich. Der kann aber manchmal auch die Schotten dicht machen. Ja, und vielleicht auch ein bisschen zu viel ins Glas geguckt. Das ist manchmal auch mit den drei der Kelchen gemeint, dass man da in irgendeiner Form, ne, eine Art von Muster hat, wo man vielleicht so ein bisschen hingucken sollte, weil wir hier, wie gesagt, sehr viel Kelchenergie mit drin haben. Okay, also schaut nicht zu tief ins Glas in dieser Zeit. Wir ziehen jetzt mal so ein paar Love Cards und gucken mal ein bisschen weiter. Wir fangen jetzt erstmal mit den Liebeskarten an, wir gehen aber gleich auch noch auf andere Themen ein, weil wir jetzt hier gerade so viele Kelchenergien haben, dass das vielleicht ganz gut ist, hier mal so ein bisschen zu checken. Ja, für die einen oder anderen könnte es derjenige welche sein, ja. Und diese Karte sagt aus, ihr habt an sich schon einen Partner getroffen, nachdem ihr euch sehnt, euer romantischer Counterpart. Wir haben ja auch die Engel, die was eingeleitet haben. Also Spirit ist mit dabei und hat einfach, ne, ausgelöst, dass man diese Person trifft. Das muss nicht immer heißen, dass das direkt von Anfang an irgendwie funktioniert. Manchmal brauchen wir einfach ein bisschen Geduld, bis gewisse Energien sich eingeschwungen haben, bis vielleicht auch, ne, die einen oder anderen in eine Lernphase reingegangen sind, ein bisschen was ausgeheilt haben, gerade wenn wir so eine Situation haben. Ja, dass man immer wieder irgendwie na, etwas anzieht, was eventuell nicht ganz so angenehm ist. Letzten Endes spricht das hier aber auch von einer Reunion, also dass man jemanden wieder trifft. Ja? Einmal durch die Three of Cups, einmal durch die Six of Cups. Aber wie gesagt, vielleicht muss das ein oder andere noch ein bisschen ausgeheilt werden. Und na, für die, die jetzt hier sitzen, an den Fingernägeln knabbern, könnt ihr euch gewiss sein, dass das bestimmt eine Person ist, die wichtig für euer Leben ist. Okay? So, wir haben die Karte Music. Also es könnte gut sein, dass hier viel über Musik läuft, ja, dass ihr irgendwie das Radio anschaltet und dass gewisse Lieder laufen, wo Botschaften drin sind. Dann kann es natürlich auch sein, dass ihr aufgefordert werdet, ein Musikinstrument zu lernen. Ja, also hier von, ne, von der Gitarre bis zur Flöte. Also ich meine, es gibt ja, ne, ganz viele verschiedene Musikinstrumente, vielleicht auch selber Musik machen. Also ich meine, wir sind in einer modernen Zeit, da kann man auch singen, ne, und das verbinden und wie gesagt, vielleicht immer etwas lernen, vielleicht spielt ihr auch etwas, wo ihr eurer Emotionen Ausdruck verleihen könnt. Das geht nämlich nicht immer nur über Worte. Man kann, also, ne, Musik ist praktisch wie eine eigene Sprache und wenn man verschiedene Instrumente miteinander vereint, dann kommt da was raus, was wir gar nicht in Worte ausdrücken können und das ist dasselbe wie mit der Liebe. Die Liebe kann man manchmal auch nicht irgendwie benennen oder was geht da jetzt gerade ab. Hier haben wir also den Satz dazu, singt den Song eurer Seele und tanzt zu eurem eigenen Rhythmus. Also vergleicht euch nicht mit anderen. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwer fällt, gerade in der heutigen Zeit im Internet, wo alles irgendwie bearbeitet ist, so mit Filtern überlegt ist etc. Da kriegt man manchmal ne, so, wie heißt es denn, ein schlechtes Selbstbewusstsein. Aber lasst das einfach mal beiseite. Und wie gesagt, bewegt euch zu eurem eigenen Rhythmus, weil das ist etwas, was euch ausmacht. Ja, das ist also irgendwie fühlt sich das hier sehr also nach Gefühl an. Diesen Monat für euch. Und das ist vielleicht gerade irgendwie für einen Steinbock manchmal ne, ein bisschen schwierig, ja, weil so viel Erde da ist und ne, die einen zwingt, ernst zu sein und mit dem Ernst des Lebens mitzugehen und so weiter, was sehr löblich ist. Also ihr könnt das super. Aber manchmal ist es auch gut, ganz weich zu werden. Und sich auf die Schaukel zu setzen, ja, also versucht nicht so hart zu pushen, vor allen Dingen nicht euch selber, ja, also manchmal haben wir ganz hohe Anforderungen an uns und dann gehen wir so lange nicht auf, bis das erledigt ist. Manchmal ist es aber auch gut, eine kleine Pause einzunehmen und ja, die Kunst des Lebens zu genießen.
um mit dem Flow zu gehen, anstatt den Fluss anzuschieben. Auch wieder, ne? Hier ist auch wieder das Element Wasser mit drin. Also schiebt den Fluss nicht. Das funktioniert sowieso nicht. Ja? Die Ebbe kommt, die Flut kommt und wenn die Überschwemmung kommen soll, dann überkommt, dann kommt sie. Aber genauso wie eine Trockenzeit. Das kann man halt leider nicht irgendwie erzwingen. Deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, ein bisschen schaukeln zu gehen, ja, im Park oder vielleicht habt ihr auch zu Hause eine Schaukel. Das ist auch eine schöne Sache, wenn man sich das eingerichtet hat und versucht mal, wie gesagt, mit der Schaukel mitzugehen, ja, ein- und auszuatmen und die Dinge auch mal sein zu lassen und ein bisschen zu genießen. Wir gucken jetzt, was euch helfen und unterstützen kann. Ja, geht mal raus aus dem Kopf. Ja, manchmal ist man hin und her gerissen, ne, und ist zu viel in Gedanken unterwegs und versucht alles klein zu, also wirklich kaputt zu analysieren. Overthinking. Also es gibt viele Menschen, die mit Overthinking zu tun haben, ja, und einfach viel zu sehr im Kopf sind, alles, wie gesagt, an analysieren, das kaputt denken und ja, dieses Gefühl gar nicht zulassen. Ich glaube, jetzt gerade für den Steinbock ist das sehr gut, sich wirklich mal mit dem Element des Wassers zu verknüpfen, vielleicht mal so ein paar Dusch- und Baderituale zu machen, das Wasser mal wirklich zu fühlen, ja, und na, auf, an die Haut ranzulassen. Und das kann man unheimlich gut mit heiß-kalt duschen, ja, da mal irgendwie so den Unterschied zu spüren und ja, sich einfach, wie gesagt, mal mit dem Element des Wassers auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet und wie man durch das Wasser Heilung herbeiführen kann. Die können zum Beispiel auch Trinkrituale machen. Ist nicht, ich spreche jetzt nicht unbedingt von einer Flasche Wodka oder Wein, sondern eher von Heilwasser. Ja, sich eigenes Heilwasser herstellen, da mal ein paar Steine reinschmeißen, ein paar Buschblüten oder Bachblüten reinschmeißen, damit man mal so ein bisschen aus dem Kopf rauskommt. Ihr werdet Antworten bekommen. Ja, das geht aber nur, wenn man so ein bisschen loslässt und wie gesagt locker wird. Und dann kann man Spirit viel besser zuhören. Gucken jetzt mal ein kleines bisschen weiter. White Eagle, ja, der weiße Adler. Also es kann sein, dass der weiße Adler als Krafttier auf euch zukommt jetzt in der nächsten Zeit, ob das jetzt über Facebook ist, über YouTube, über Schlag mich tot, jemand vielleicht auch ein T-Shirt anhat mit einem weißen Adler oder überhaupt dieses Wort euch entgegenkommt. Und hier geht es um die Ahnen. Ja, das ist auch das, was jetzt hier so in der Erde, ne, also mit dieser Ahnenreihe, Vater und ne, Großvater und so weiter. Und ihr sollt euch mit eurem Ahnen mal verbinden. Weil wir dürfen nicht vergessen, ja, das ist nicht nur so, dass wir irgendwie alles Schlechte von unseren Ahnen mitbekommen, sondern wir haben auch ganz viele gute Attribute, die wir mitbekommen. Ja, von Generation zu Generation zu Generation. Und es haben Tausende von Menschen Liebe gemacht. Ja, bis ihr entstanden seid, das muss man sich mal überlegen, wie viele Tausende von Menschen da daran beteiligt gewesen sein müssen über Jahrhunderte hinweg, bis ihr jetzt auf die Welt gekommen seid. Ja, und ihr könnt hier so, also ne, Ahnenforschung geht ja nur irgendwie bis zum gewissen Punkt, aber ihr könnt euch mal versuchen, mit euren Ahnen zu verbinden über ein Ritual. Und hier ist eben auch die Möglichkeit, dass die Wunde in der Familie oder das Muster, was man aus der Familie mitgenommen hat. Ich sage nur die ersten Karten. Spirit ist auch wieder so geil mit dem Bestätigen, ja. Ja, hier, ne, von Generation zu Generation weitervererbt. Und dann sitzt man da und fragt sich, warum klappt das denn bei mir nie? Warum habe ich immer wieder irgendwie denselben Typ Mann, denselben Typ Frau, wo diese Dinge passieren? Das seid nicht ihr schuld. Das kommt irgendwo her. Aber ja, ihr müsst lernen, den Rucksack mal abzulegen und euch bewusst darüber zu werden, dass das von jemand anderem kommt und ihr dürft das loslassen. Ihr dürft es loslassen. Also wie gesagt, die Wunde der Familie kann geheilt werden und die Muster, die dahinter stecken. Ja, und dann klappt das auch. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Aufgabe jetzt einfach für die nächste Zeit. Und ich wünsche meinen lieben Steinböckchen von Herzen alles Liebe und Gute und mucho amor aus Kolumbien und bis ganz bald. Bye bye.